Hallo, in diesem Video möchte ich gerne die For-Each-Schleife vorstellen, die wohl nicht jeder kennt, obwohl das eine mega praktische Schleife ist. Beginnen wir mal mit der üblichen For-Schleife. Dazu baue ich mir jetzt einfach mal ein Int-Array mit ein paar Zahlen drin. Wenn ich jetzt alle Werte in diesem Array auf dem Bildschirm ausgeben wollte, würde ich natürlich eine For-Schleife verwenden, durch das Ding laufen, mir jeden Wert schnappen und das Ding auf dem Bildschirm ausgeben. Das denke ich, kriegt man hin. Ich zeige es mal. Und wie erwartet, läuft es natürlich. So, ich mache hier vorne mal noch eine Ausgabe mit For-Schleife, damit wir gleich auch wunderbar den Unterschied sehen können. Denn jetzt wandle ich das Ganze in eine For-Each-Schleife um. Eine For-Each-Schleife macht haargenau das Gleiche. Man braucht sie nicht. Aber es gibt einfach Dinge, die sind praktisch. Man braucht sie nicht unbedingt zum Überleben, aber sie machen das Überleben angenehmer. Wer braucht schon Erdbeerkuchen? Kein Mensch auf der Welt braucht Erdbeerkuchen. Aber Erdbeerkuchen macht das Leben einfach ein bisschen angenehmer und lebenswerter. Und die For-Each-Schleife ist ein Erdbeerkuchen. Wir brauchen sie nicht, aber wenn man sie einmal ausprobiert hat, will man nicht mehr auf sie verzichten. Also widmen wir uns mal dem Erdbeerkuchen. Wie funktioniert so eine For-Each-Schleife? Sie beginnt auch mit For und dann läuft sie ebenfalls durch ein Array oder eine Liste oder irgendeine andere Collection. Ich mache es erstmal mit diesem Array und dann zeige ich es mal noch mit einer Liste. Und zwar definieren wir uns eine Variable, aber keine Zählvariable mehr, also kein i, sondern die Variable, in der die aktuelle Zahl drin steht. Und dann schreiben wir einen Doppelpunkt und geben unser Array an. Und dann mache ich die Ausgabe und jetzt sehen wir uns erst einmal das Ergebnis an. Und dann sage ich noch ein paar Worte dazu. Das Ergebnis ist haargenau das gleiche. Also wie gesagt, wir brauchen die For-Each-Schleife nicht. Aber was macht die For-Each-Schleife zu so einer tollen Sache, dass ich sie mit einem Erdbeerkuchen vergleiche? Ganz einfach, man sieht schon mal auf den ersten Blick, das Ding ist kompakter. Ich muss mir nicht mehr eine Zählvariable deklarieren und auch nicht mehr den Wert an der Stelle i holen. Das macht die For-Each-Schleife ganz automatisch. Der Name sagt es ja schon, For-Each. Also mit jedem Element wird irgendetwas gemacht. Das mache ich hier auch, aber hier muss ich mir jedes Element noch mühsam von Hand aus dem Array holen. Also das Ding ist kompakter, damit auch lesbarer. Aber es gibt einen ganz großen Vorteil, der so groß ist, dass im Allgemeinen empfohlen wird, wenn du die For-Each-Schleife verwenden kannst, verwende sie in jedem Fall. Was ist dieser große Vorteil? Beliebter Fehler bei der For-Schleife und bei Arrays ist dieser. Aha, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe da einen kleiner gleich geschrieben. Führen wir es mal aus. Zack, Array Index Out of Bounds Exception. Warum? Weil ich hier einen Schritt zu weit gehe. Ich greife hier auf den Index 8 zu. Hier laufe ich bis zur Länge des Arrays. Die Länge des Arrays ist 8. Und ich laufe noch mit dem Index 8 durch. Der existiert aber nicht mehr. Der Index eines Arrays beginnt bei 0 und läuft bis Länge minus 1. Also in dem Fall von 0 bis 7. Der Index 8 existiert nicht. Also fliegt mir das ganze Ding um die Ohren. Und dieser Fehler kann mir bei der For-Each-Schleife nicht passieren. Denn die For-Each-Schleife läuft wirklich durch das gesamte Array, schnappt sich jedes Element, macht damit etwas und findet das Ende des Arrays selbstständig. Ist das toll? Ja, das ist toll. Denn das ist ein dummer Fehler, der einfach mal passiert. Gerade Anfängern passiert er ziemlich häufig und es macht einfach keinen Spaß. Wenn man dann in einem größeren Programm nicht anständig testet, fällt einem das eventuell erst auf, wenn es zu spät ist. Und das kann mit der For-Each-Schleife einfach nicht passieren. So, gucken wir uns mal noch ein Beispiel an. Ich baue mal noch eine Liste. Wer die Listen nicht kennt, kann sich einfach merken, das ist im Prinzip das gleiche wie ein Array, nur ein bisschen angenehmer zu bearbeiten.
Aber um die Vorteile einer Liste soll es jetzt auch gar nicht gehen, sondern ich möchte einfach nur die For-Each-Schleife im Zusammenhang mit einer Liste zeigen. Ich schreibe gerade mal von Hand ein paar Elemente in das Ding rein. Und dann habe ich auch hier zwei Möglichkeiten. Ich kann mit einer Vorschleife durchlaufen. Das sieht im Prinzip sehr ähnlich aus zum Array. Ich habe hier Size statt Length und statt mit eckigen Klammern zu arbeiten, rufe ich die Methode get auf. Aber im Prinzip ist es das gleiche in grün. Und auch da kann ich natürlich die For-Each-Schleife verwenden. Fertig. Also auch bei Listen oder allgemein bei Collections kann ich diese For-Each-Schleife verwenden. Und auch da ist die ganze Geschichte kürzer, kompakter, weniger fehleranfällig. Und das war's auch schon. So, ich mache mal noch etwas. Ich mache jetzt mal eine String-ArrayList. Ich bleibe bei denselben Werten und mache die nur zu Strings. Ist ja vollkommen egal, was drin steht. Dann fällt uns auf, wir brauchen hier natürlich eine String-Variable. Und auch bei der For-Each-Schleife müssen wir natürlich dann für den aktuellen Wert auch eine String-Variable verwenden. Also das geht mit jedem Datentyp und somit auch mit Klassen beliebiger Komplexität. Und wir können natürlich wie in einer Vorschleife die Werte auch beliebig in der Schleife verarbeiten. Ich habe mich jetzt hier nur für den Weg des geringsten Widerstandes entschieden und einfach eine Ausgabe gemacht. So, jetzt hat ein Erdbeerkuchen auch einen Nachteil. Es gibt Menschen, die allergisch auf Erdbeeren reagieren. Für die ist der Erdbeerkuchen nichts. Und genauso hat auch die For-Each-Schleife einen Nachteil, weswegen man sie nicht immer verwenden kann. Oder anders ausgedrückt, man kann sie verwenden, man muss dann vielleicht nur etwas anders machen. Nämlich bei der Vorschleife habe ich einen Index. Manchmal braucht man den auch, wenn man eine For-Each-Schleife verwendet. Und an das Ding komme ich nicht dran. Also, da gibt es schon zwei Möglichkeiten. Wenn ich einen Index brauche, kann ich dennoch eine Vorschleife verwenden oder ich deklariere mir einfach eine Zählvariable, die ich dann immer hochzähle. Zeige es mal und fertig. Jetzt bekomme ich auch den Index geliefert. Also das ist der Nachteil an der For-Each-Schleife. Ich habe keinen direkten Zugriff auf den Index. Aber in den allermeisten Fällen benötigt man das auch nicht. Wann brauche ich schon den Index? Es kann passieren. Ab und zu brauche ich den, aber es ist doch überraschend selten. Okay, das war die For-Each-Schleife. Ich denke, jetzt dürfte das jedem klar sein. Es dürfte auch jedem klar sein, warum das ein Erdbeerkuchen ist. Also, ich brauche es nicht unbedingt. Die Vorschleife kann alles, was das Herz begehrt, aber die For-Each-Schleife macht das Leben einfach leichter und angenehmer. Und deswegen empfehle ich, wenn du die For-Each-Schleife verwenden kannst, tu es. Bevorzuge sie gegenüber allen anderen Schleifen. Einfach schon, weil die Fehleranfälligkeit nicht da ist. Denn dieser dumme Fehler ist einfach im Eifer des Gefechts schneller passiert, als man denkt. Gut, das war's. Dann wünsche ich viel Spaß beim Spielen mit der For-Each-Schleife.